Jakob Avinu, bevor er sich mit seinem Bruder begegnet, sein Bruder Esav. Esav, das ist, symbolisiert den Jetzeranam, den bösen Trieb. Er betet an Gott und sagt, Hatzilen nina miyad achi miyad Esav. Gott, rette mich vor meinem Bruder, vor Esav. Wie viele Brüder hat er gehabt? Einen Bruder. Wie viele Esav? Oder auch der war zu viel. Und wie viele Esav gab es? Einen Esav. Warum? Miyad achi miyad Esav. Sagt Jakob Abinu, betet Gott und sagt, lieber Gott, rette mich bitte von meinem Bruder Esav, wenn er zu mir kommt als Esav, als Bösewicht. Von ihm rette mich. Aber auch, wenn er zu mir kommt als Bruder, sagt mir, Bruder, mein Achi, rette mich. Rette mich auch, wenn er zu mir kommt als Bruder. Warum? Und das ist genau das Gefährlichste. Wenn jemand zu dir kommt als bester Freund, wie der böse Trieb, er kommt zu dir, ich will nur dein Bestes. Und ich will dir gar nichts an und ich schätze, genau da, darum, von denen sollte man am meisten Angst haben. Diejenigen, die zu dir kommen und sich als Bruder vorstellen und als Freund vorstellen, sei achtsam, pass auf, warum? König David in Tehilim sagt uns, Hashem li be'ozrei, v'ani ha're be'sonai. Übersetzt, wir lesen das jeden Tag und nie darauf gekommen. Hashem li be'ozrei, Gott stehe mir bei meinen Helfern. V'ani ha're be'sonai, und ich sehe meine Feinde. Das heißt, König David sagt in Tehilim, Gott, beschütze mich vor wem? Vor meinen Helfern, die kommen und so tun, als ob sie mir helfen wollen. Und ich selber war nie Rebbe, sondern bei meinen Hasser, die sehe ich schon sowieso. Von denen kann ich mich eh beschützen. Ui, deswegen, es gibt noch ein Pasuk in Tehilim. Shomreni ke ishon bat ein, bezel ke nefecha testireni. Bitte Gott, lieber Gott, hüte mich wie ke ishon bat ein, so wie das schwarze Punkt im Auge. Bewahre mich so auf, wie dieser schwarze Punkt im Auge. Warum dieser schwarze Punkt im Auge? Was ist so besonders da in diesem Punkt im Auge? Im Auge, was ist so besonders? Jedes Streicheln am Körper, überall am Körper ist angenehm. Ja, besonders am Kopf, da, man streichelt dich, das ist angenehm. Es gibt einen Platz, wo es nicht nur unangenehm ist, sondern es ist, wenn man dich im Auge, irgendwann ein kleines Streicheln, sofort geht zu, ja? Da kann man nicht, da geht kein Streicheln. Und deswegen. König David betet an Gott und sagt, lieber Gott, bitte beschütze mich von diesem Streicheln, das mir einen Schaden verrichten kann. Von diesen Leuten, die kommen und sagen, ja, von denen, lieber Gott, beschütze mich. Schon rede ich, gehe schon mal rein.